Monsieur, Dame, Seterner, Sacre de la Chorale Profane. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich habe mir ein Dictionnaire, ein Wörterbuch gekauft. Larousse Advanced Dictionary, New Edition, French, English, Anglais, Français. Steht noch dick French drauf. 400.000 Translations. Bitte sehr. Es gibt einen kulturellen Mittelteil. C'est bien le cahier culturel, cultural supplement. Und es geht um Milestones of the English Language, Jalon de la Langue Anglaise. Und nach der modernen Lexikographie und Samuel Johnson bin ich in der Moderne angekommen, im Modernism oder la Modernité. James Joyce wird hier angegeben als historische Figur, da gibt es auch eine Abbildung zu. Der Text ist auf Englisch und auf Französisch. Modernism. The decades leading up to the First World War, 1914 till 18, gave rise to a number of movements constituting what we now call modernism. English literature saw a variable explosion of experimentation in language and form. English literature saw a variable explosion of experimentation and in language and form. Notable figures are James Joyce, T.S. Eliot, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Ezra Pound and W.B. Yeats. So, jetzt der Text auf Französisch. La modernité. Au cours de des siennes qui ont précédé. Aha. Au cours de décennies. Au cours des décennies. Décennies. Kenne ich nicht den Ausdruck. Au cours des décennies qui ont précédé la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, plusieurs mouvements littéraires ont vu le jour. Plusieurs mouvements littéraires ont vu le jour, constituant un courant qu'on appelle la modernité. La littérature anglaise connut une véritable explosion d'expérimentation stylistique et formelle. Ses principaux représentants sont James Joyce, T.S. Eliot, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Ezra Pound et V.B. Yeats. Und hier gibt es eine Quelle, die Quellenangaben. Den französischen Text fand ich schwierig. Den englischen habe ich besser verstanden. War schon mal anders bei den Texten. Hier gibt es Abbildungen von historischen Quellen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich kann da immer wieder darauf hinweisen. Und da ist ein Bild von James Joyce. James Joyce, 1882 till 1941. Irish writer, best known as the author of the revolutionary novels Ulysses, 1922, and Finnegan's Wake, 1939. Wo mein Finnegan's Wake, was das heißen soll, egal. Es ist sprachexperimentell, stand ja auch schon da drin. Und jetzt auf Französisch, James Joyce, 1882 à 1941, écrivain irlandais, ses deux romans les plus célèbres ont révolutionné la littérature. Ulysses, 1922 et Finnegan's Wake 1939. So, das ist der gute Mann hier.
Und danach geht es jetzt etwas anders weiter. Nachdem man sich einmal durch die Zeit gekämpft hat auf einer Doppelseite, geht es weiter mit In Romance for the First Time au Moins pour la Première Fois. Geht vor allem um die Beziehung zwischen Französisch und Englisch, habe ich den Eindruck, auf dieser Seite. Nee, das ist Milestones of the French Language, Jalon de la Langue Française, ist die Entstehungsgeschichte von Französisch. So, so geht das weiter. Muss man auch richtig gucken. Ja, werde ich mir sicherlich auch noch ansehen und auch vorlesen. Tschüss.